två ska till. Sista. Det ska jag göra. Tre av varje. Jag vill så, gör så. Steht auf dem. So, nachdem es noch ein paar interne Informationen hier in der Halle gab, können wir jetzt unsere Gäste vorstellen. Aus Keltern heute hier mit der Nummer 1 ist Jasmine Thomas, mit der Nummer 4 Kimberly Pierre-Louis, die Nummer 7 trägt Renata Butlakova, die Nummer 10 Christina Rakovic, die Nummer 14 Lynn Schüler, die Nummer 15 Marina Markovic, die Nummer 17 Lina Pikchute, die Nummer 20 Marta Tudanka. Mante Greta Rabiciute hat die 21 und Emma Stach mit der 42. Das sind unsere Gäste heute, die Rudronic Stars aus Keltern. Und jetzt gleich geht's los hier mit dem Einlauf des Heimteams. Die Nummer 3 aus Chemnitz, das ist Anna Owens. Camilla Grünberg, unsere Nummer 6. Andrea Andelova, die Nummer 8. Die Nummer 10. Vera Virtinen. Da haben wir die Nummer 12. Das ist Jasmine Smith. Unsere Center-Position hier, die 13. Clara. Ryshakova. Ja, danke Thomas, der mir heute mal helfen zur Seite steht. Super. Ich dachte, ich trage auch was bei. Das ist sehr schön. Die 21, machen wir das noch zu Ende. Hat hier 20 Buschbeck, die 22 Meyer Hood. Und mit ihrem eigenen Kind heute. Ah, sehr gut, ja. Und mit der 24 haben wir noch Annabelle Neuber-Valdez. War vor 2,5 Stunden noch mit der WNBL aktiv. Hat da knapp über 30 Minuten abgespielt. Hartes Pensum. Und dann heute noch. Ja, und gestern noch 30. Einsatzbereit zumindest. Und gestern noch 30 Minuten Regionalliga. Ist schon ambitioniert. Das auf jeden Fall. Mal schauen, wie die Katzen die Niederlage vom Mittwoch verkraften. Und mal schauen, wie die Gäste aus Keltern die Reisestrapazen verkraften. Am Donnerstag noch im Eurocup in Ungarn aktiv und erfolgreich. Ein Punkt Sieg, dann ging es zurück mit dem Flugzeug nach Hause am Freitag und dann ging es gestern wieder Richtung Chemnitz. Also beide Mannschaften, straffes Programm diese Woche. Ja, na die Chemcats mit ein paar Kilometern weniger an den Füßen. Ganz genau, denn zwei Heimspiele halt für Chemnitz und für Keltern eben genau das Gegenteil. Ja. Da schauen wir mal, wie die Kondition hält, wie die Taktik der Trainer aussieht. Ja, Keltern bis jetzt überraschend mit ein paar Problemen in der Saison. Der amtierende Meister. Schon dreimal verloren. Sie scheinen sich noch. Genau, gleich am Anfang, ja, gegen Wasserburg. Erstmal kassiert, wobei das darf man wahrscheinlich. Das war halt ein Heimspiel. Und davor im Pokal die Woche noch gegen Wasserburg deutlich gewonnen. Marburg, ja. Niederlage gegen Marburg. Ja, ich glaube, dies ist ja die Mannschaft, die du schlagen musst. Und auch gegen die Flippo Baskets verloren. Auswärts, wo ja die Chemcats bisher den einzigen Sieg abgeliefert haben. Also über Kreuzvergleiche hinken sowieso, ja, im Mannschaftssport. Und in Göttingen ist schwer. Ich glaube, es ist sehr eng diese Saison. Wird es darum gehen, welche Mannschaft sich zuerst findet, wer die wenigsten Punkte liegen lässt und wer an den Playoffs ready ist. Aber bis dahin ist noch weit. Ja, aber schau mal, findet ist ein gutes Stichwort, viele gute Einzelleistungen haben wir letztens im Heimspiel gesehen, hier von den Chemcats. Als Mannschaft muss es noch ein bisschen besser funktionieren, aber schauen wir mal.
Jetzt haben sie auch schon ein paar Spiele zusammen absolviert. Und ich denke, heute gegen Keltern kann man eigentlich bloß gewinnen. Die Favoritenrolle sollte deutlich bei den Gästen liegen. Aktuell auf Platz 7 Keltern. Ja. Und jetzt mit. Und wir auf Platz 11. Ja. Es ist jetzt in der Liga auch kein Team mehr ohne Sieg, nachdem gestern Braunschweig das erste Mal gewonnen hat. Gegen Bad Aibling. Ganz souverän mit 70 zu 68. Ja. Jemals nimmt. Stabil. Okay, da kommt sie raus, die Starting Five. Da sehen wir Anna Owens, Camilla Grönberg, Andrea Andelova, Jasmine Smith und dann haben wir noch Maya Hood. Das ist die Starting Five der Chemgets. Bei den Gästen Kimber Lewis, Jasmine Thomas, Putlakova. Mehr sehe ich gerade nicht. Die haben sich gut getarnt. Ja, wir haben, glaube ich, noch Marta Tundanga mit der Nummer 20, wenn ich das richtig erkenne. Ja. Und ich tippe. Und dann haben wir noch die 10. Das ist Rakovic. Richtig. Also eine sehr internationale erste 5. Eine Montenegrinerin, eine Spanierin, eine Kanadierin, eine Amerikanerin und eine Tschechin. Chemnitz. Auch sehr international zu Beginn. Und der Sprungball. Oh, das geht nicht. Den darfst du nicht selber fangen. Das war zwar Sprungball gewonnen, aber die Regeln überschritten. Erster Ball bei den Gästen. Die neuen Zeitregelungen sind doch interessant. Die Shotlock wurde auf 14 Sekunden gestellt. Das kann man ja hier und der erste Ballverlust. Stream nicht so gut erkennen. So, und damit alles wieder so, wie sich das Jasmine Smith beim Tip-Off gedacht hat, nämlich Ballbesitz bei den Chemcats. Das waren die Gäste freundlich. Chemnitz mit der ersten Offense. Mal gucken, über wen es geht. Ah, spielen für Andelova, jetzt im Pick'n'Roll mit Smith. Gäste switchen die Nummer. Grönberg, Smith vom High Post. Ah, Schrittfehler. Damit auch Ausgleich bei den Ballverlusten. Mal gucken, wo die Gäste ihre größten Vorteile sehen. Aus der Mitteldistanz springt wieder raus. Offensiv-Rebound. Hier, Luis. Ah, wieder Offensiv-Rebound. Noch zwei einfache Punkte, Sekunden. Weil die Kommunikation nicht stimmt. Ah, das ist ärgerlich. Ah, da hat man schon Probleme, den Ball zu bewegen. Gut verteidigt, aber der Ball bleibt bei den Katzen. Ja, mal schauen. Jetzt Smith wieder unten, tanzt gegen Kimber Lewis, verlegt den aber Hutten mit dem starken Offensivrebound und zwei Punkten. Ich denke, Keltern wird viel probieren, aufs Tempo zu drücken. Pull-up von Smith, der ist von Thomas. Smith mit dem Rebound. Jetzt hat Chemnitz mal die Möglichkeit, ein bisschen Tempo zu machen. Oh. Und da kommt Owens noch an. Nicht die größte auf dem Feld. Owens mit dem. Oh. 3 Sekunden. Mit 3 Sekunden Pfiff. Gut gesehen, aber die Chemnitz Offense im Augenblick etwas statisch.
Sie probieren Schritt. Ja, sah nach Schrittfehler aus, aber Ball ist im Aus. Damit wieder Ballverlust. Die Gäste gehen stark über Pierre-Louis. Ja. Letztes Jahr noch einer der Topscorer in der Liga in Diensten von Nördlingen. Jetzt der Wechsel zum Eurocup-Team. Ah. Handelover beherzt. Jetzt mal vorgehen, ja. Beherzt, aber Radlovic nicht. Radlovic verteidigt da gut. Gut im Abschluss. Ah, schade. Wenn man sieht, wieder Kälter probiert, das Tempo zu drücken. Ich glaube, das ist auch die große Stärke der Gäste, wenn es schnell geht. Zwei Punkte, kein Dreier. Stand da. Ja. Auf der Linie. Smith. Mister. Ah, da will sie mit dem Kopf durch die Wand. Weiß nicht, was jetzt passiert. Wechsel. Andrea Andelover verlässt das Feld. Vera Pirtinen kommt. Andelover kriegt jetzt Anweisungen. Immer noch 4-2. So. Dreierversuch, der ist drin. Von der spanischen Dreier-Spezialistin. Marta Tudanka. Danke. Ah, Smith drinne ohne Dampf Richtung Ring, einfach nur Dribbling am Ort. Wenn die Offense einmal steht, wird es schwer. Aber dann nutzt Owens ihre Geschwindigkeit und zieht das Foul. Einwurf Seite. Da arbeitet Smith gut. Aber kein Glück im Abschluss und damit wieder ohne Punkte. Und wieder schaffen es die Gäste auf die Zone zu drücken, aufs Tempo zu drücken. Das Foul müsste gehen gegen Maya Hood und der erste Wechsel bei den Gästen. Lina Pikchute kommt jetzt. Sie kommt ins Feld. Also jetzt Kim Pierre-Louis. Mal sehen, ob die Campbell so ein bisschen Nutzen daraus schlagen können, dass Keltner noch keinen richtigen Rhythmus gefunden hat. So nicht. Auf jeden Fall schaffen sie schafft es Keltner gut, das Campbell zum Spiel zum Stehen zu kriegen. Ja, da ist wenig Bewegung, da ist wenig Zug. Ja. Owens attackiert jetzt. Smith mit dem Fadeaway-Jumpshot, den kann sie eigentlich. Aber sicherlich nicht das Erste, was ihre Trainerin sehen will. Und Sprungball-Situation. Andelover kommt zurück. Ich denke für Owens oder für Grönberg. Mal schauen. Wechsel. Grönberg bekommt eine Pause. Andelover kommt zurück. Andrea Andelauer bis jetzt in dieser Saison sicherlich eine der stabilsten Spielerinnen. Die junge Tschechin übernimmt viel Verantwortung, trifft viele gute Entscheidungen und spielt mit ganz, ganz viel Energie, was der Mannschaft immer sehr hilft. Pirtinen, ah, Ballverlust.
Vera Pirtl in dem ersten Saisonspiel noch mit 4 von 5 Dreiern gegen Herne. Ist auch eine Wurfspezialistin. Vielleicht braucht sie da ein bisschen mehr Zutrauen in die eigene, in die eigenen Aktionen. Bei den Gästen kommt jetzt Markovic. Hut mit dem Ballgewinn. Und der Fastbreak. Schöner Pass übers Brett. Schöner Pass übers Brett. Ich hoffe, dass Scouting erfasst den Assist. Aber da sieht man, wie wertvoll das ist. Und gleich nochmal jetzt, aber mit... Foul. Foul. Okay. Ja, aber das ist wie ein bisschen zu vergleichen mit der Intensität, die uns letztes Jahr auch Abigail Azoro gegeben hat. Eine sehr bewegte Spielerin, die viel investiert, die über Athletik kommt und auch über ihren Willen. Aber jetzt wird sie erstmal eine Pause bekommen. Das heißt, Smith wird auf die 4 gehen und Prischakova, so ihr neuer Name, die US-Amerikanerin, die jetzt einen tschechischen Pass hat, geht auf die 5. Pick and Roll, die gehen under gegen Putlakova. Oh, und das Foul. Ja. Also zwei Freiwürfe für Renata Putlakova. Der erste ist drin. Und auch der zweite. Damit haben wir einen Zwischenstand von 4-9. Der Trainer von Keltern nicht so richtig zufrieden mit dem... Verteidigung, mit dem Verteidigungsverhalten seiner Mannschaft. Er wollte von übers ganze Feld gehen und zwar noch niemand da, um übers ganze Feld zu gehen. So, Kampf im Post und die Position und das erste Foul gegen die Innenspielerin aus Keltern. Neu auf dem Feld. Emma Stach jetzt bei den Gästen. Nach 4 Jahren College ist das jetzt ihre erste Saison in Europa. Eine ganz interessante Spielerin. Andelova von Andelova. Oh, der ist weg. Aber Smith arbeitet gut. Die Gäste hatten vorneweg geswitcht in der Verteidigung und damit hatte Smith einen Vorteil beim Rebound und den nutzt sie auch. Dämliches Foul. Die ist vorbei. Ich glaube, da muss man nicht so faulen. Ich glaube, es ist auch ihr zweites. Putlakova damit also an der Linie. Nochmal, genau, zwei Freiwürfe. Anna Owens jetzt mit zwei Fouls. Hat auch Maya Hood. Damit haben wir bei 3 Minuten 44 im ersten Viertel schon das fünfte Teamfoul der Campions. Ah, der nächste Turnover. Wieder ein schlechter Pass, der da den Point Guard in Probleme bringt. Dreierversuch. Der ist drin. Sechster Vorsprung der Gäste, jetzt Spielstand 6-14. Ja, quasi jeder Pass der Chemcats mit einem Risiko verbunden, weil die Verteidigung der Gäste einfach besser steht. So, Chemnitz versucht jetzt aggressiver in der Verteidigung zu sein. Markovic, die sollte nochmal man da drei. Nicht werfen lassen. Wieder 3 Punkte, 11 Punkte Vorsprung jetzt für Keltern. Und Andelova attackiert, aber kommt auch nicht so richtig weit.
Ich glaube auch, Renata Putlakova spielte letztes Jahr noch mit ihrem Chemnitzer Guard Andelova zusammen bei Slavia Prag. So, Emma Stach guckt sich das kurz an. Findet Markovic. Markovic lässt Bradshaw fliegen. Oh. Chemnitzer Verteidigung muss mal ein bisschen Zugriff bekommen auf die Gäste, aber das ist schwer. Die haben jetzt Selbstvertrauen, die bewegen den Ball gut und finden immer wieder die freien Spieler. Uns bekommt eine Pause, Grönberg kommt zurück. So, Markovic frei an der Dreierlinie, der ist weit vorbei. Gut ausgeboxt da und jetzt müsste es mal schnell gehen. Guter Pass. Andelova versucht auf jeden Fall schnell zu machen. Der Pass Smith. Nach innen ist schlampig. Und Markovic fault, bevor Smith den Ball auf den Boden setzt. Und damit geht es weiter mit Einwurf an der Grundlinie für Chemnitz. Erstes Foul für Markovic. Oh. Jetzt schlafen auch mal die Gäste in der Verteidigung. Pirtin will da durch eine Lücke, die nicht so wirklich da ist. Und jetzt geht's schnell. Schrittfehler gepfiffen gegen Pikchute. Ja, vielleicht braucht der große Spieler auch nicht den Ball im offenen Feld im Fastbreak. Der Verteidigungsdruck zeigt auf jeden Fall Wirkung. Jetzt muss Smith den Ball nach vorne bringen. Sicherlich was sie kann, aber sicherlich nicht ihre Kernkompetenz. Obwohl, wenn sie das so löst, dann ist es in Ordnung. 10 zu 17. Ja. Grönberg versucht da Druck zu machen. Schon der zweite Fall, weil den Pikchute nicht fängt. Innen. Ich glaube, der Pass war nicht so schlecht. Aber jetzt haben sie ein bisschen aggressiver verteidigt. Auch die Gäste können da nervös werden. Ja, beziehungsweise man zwingt sie einfach mal zu Fehlern. So sieht's aus. Jetzt haben sie es erwischt. Andelova löst das noch ganz gut, aber den muss Grönberg mal finishen. Oh, da muss man mit Kopf oben und mit ein bisschen Bereitschaft gehen und nicht abducken. Stark. Gutes Zuspiel. Kein Spieler hilft. Ah. Letzte Minute läuft hier im ersten Viertel. Gäste jetzt mit 9 Punkten vorn. Und wieder steht das Camp. Oh, Smith wieder 1 gegen 1. Fadeaway. Thomas kriegt das Freebound-Foul. Die Situation ist gerade ein bisschen unübersichtlich. Ich weiß nicht, wer das technische Foul bekommen hat. Auf jeden Fall gab es ein technisches Foul gegen die Gäste. Angezeigt wird Jasmine Thomas. Ja, aber sie hat bis jetzt ein Foul. Das war das normale, das war das Rebound-Foul. Und im Anschluss gab es... Ja, Thomas hat es bekommen. Sie hat sich wahrscheinlich nach dem Rebound-Foul kritisch geäußert. Oder gezeigt, dass sie damit nicht einverstanden ist. Die Saison sind die Schiedsrichter aber auch angewiesen, solche Situationen, Sachen wie abwinken, einfach konsequent zu pfeifen. Erkundigt sich jetzt wahrscheinlich auch nochmal beim Schiedsrichter. Ist da. Was genau denn jetzt ihr Vergehen war? Uhr steht jetzt bei 33 Sekunden. Ballbesitz Chemnitz. Und es müsste nochmal, es gab jetzt einen Wurf fürs. Das geht aus, ergibt aber keinen Sinn. Jetzt müssen nochmal zwei Freiwürfe für Chemnitz geben. Nein, es waren noch Teamfouls. Es gibt aber jetzt keinen Sinn. Es war das fünfte Teamfoul. Ach nein, das technische Foul war das fünfte Foul. Okay, gut. Grönberg mit Einwurf. Oh. Ach,
Schlechter Pass von Grönberg. Andelova holt den Ball nochmal zurück. 5 Sekunden, ich denke, Smith wirft den. Die hat es. Ah, da ist zu eng. Und Thomas spielt die Uhr fast runter. Und damit also man kann den Camp jetzt kleine Pause. Nicht vorwerfen, dass sie es nicht versuchen im Augenblick. Sie sind relativ glücklos. Aber da kommt bestimmt noch was. Ja, jetzt die Chance für Amanda Davidson, die Mannschaft nochmal in die richtige Spur zu bringen. Und dann schauen wir uns das zweite Viertel an. So, da sind wir wieder. Der Ralf ist kurz gesprintet und hat ein Scouting organisiert für uns. Ja, wenn ich nicht so außer Atem wäre, würde ich es glatt noch vorlesen. Lass mal, ich glaube, was ist wirklich auffällig? Ich glaube, die Turnover-Zahlen auf beiden Seiten, wir haben insgesamt 13. Ich habe am Freitag Euroleague geguckt, da gab es im ganzen Spiel 19. Also man sieht schon hier, es ist ein bisschen hektischer, die Fehlerquote ist hoch und im Augenblick können die Gäste daraus deutlich mehr Kapital schlagen. Die Anzahl der Wurfversuche ist relativ gleich bei beiden Teams. Nur die Quote bei den Gästen ist halt höher. Ja, Fouls haben beide Teams insgesamt 5. Bei Kelton Thomas mit 2. Bei Chemnitz Owens und Hutschon mit 2 Fouls. Ja, die Chemnitzer Rotation ist ein bisschen eingeschränkt. Lea Gaber hat sich heute früh beim WNBL-Spiel etwas verletzt. Dann wird man natürlich kein Risiko eingehen. Und bei Lucille Perroche kam das Comeback am Mittwoch vielleicht etwas zu zeitig. Bradshaw aus der Mitteldistanz. Ein guter Start ins Viertel. So kann es weitergehen. So, Thomas. Ball geht nach innen. Mit Foul. Ah, da muss Smith verteidigen, bevor sie den Ball hat. Big Shooter erhöht wieder auf 10 Vorsprung und kriegt jetzt noch einen Freiwurf dazu. Das zweite Foul von Smith. Das macht die angespannte Personalsituation nicht besser. Oh, der geht daneben. Smith ja, mit dem Rebound. Nicht alle Litauer können werfen. Andelova, gute Transition Defense bei den Gästen. Ja, wir hatten da eine Überzahlsituation. Die will man eigentlich mit dem Korbleger abschließen. Ja, den muss Pitchcooter eigentlich machen. Da gab es ein bisschen Kontakt von Andelova, aber den muss sie eigentlich machen. Gut für die Chemcats. Ja. Kim Pierre-Lewis macht sich schon wechselbereit. Bertin, den ist Werfer, den muss man vielleicht nehmen. Der zählt. Zählt noch plus eins. Ja. Wenn der Schiedsrichter so pfeift, nehmen wir das natürlich. Prischer Cover jetzt noch an mit der Chance, in der Freiwurflinie mit zu verkürzen. Das schafft sie nicht. Grönberg soll sich jetzt offenbar um Thomas kümmern. Mal gucken, ob sie Erfolg hat.
steht bei Keltern mal der Ball. Ja, da gibt's schlecht da in der Pick-and-Roll-Verteidigung. Pirtin will oben drüber gehen. Smith schiebt den Verteidiger hoch und macht den Weg so weiter. Bradshaw von der Dreierlinie, der ist sehr, sehr kurz. Ich glaube nicht, dass das der Wurf ist, den sich Trainerin Amanda Davidson wünscht. Und Rakovic mit einfachen Punkten. Damit erhöht Kelt dann jetzt auf 12. Ah, bei Chemnitz machen sich Owens und Hood bereit. Ich denke, bei Keltern wird Jasmine Thomas gleich eine Pause bekommen. Pirtin attackiert an der Grundlinie, vergisst den Ball, Einwurf. Timeout Amanda Davidson. Und die Auszeit ist beendet. Nutzen wir die kurze Unterbrechung und schauen mal noch, wie es in den anderen Hallen steht. Mitte des zweiten Viertels führt Hannover deutlich gegen Göttingen mit 20-9. Und Mitte des zweiten Viertels führt Herne gegen Nördlingen mit 28-10. Okay, und hier geht es weiter in der Schlossdeich-Halle. Jetzt auch wieder mit von der Partie Owens und Hood auf Seiten der Chemnitzerinnen. Oh, das ist so einfach. Da haben sie am Ball gut verteidigt und dann gibt es den Cut von oben und den Pass, den sie finden. Und Foul Andelova, ihr erstes 2 Schuss für Putlakova. Das Duell der beiden Ex- Mitspielerinnen. Erstmals auf dem Feld bei Keltern, jetzt Lynn Schüller. Ja, Pirtin, den muss sie doch mal werfen. Putlakova verzögert kurz, schafft die Überzahl. Und der Guter Pass kommt an. Da greift sie einfach besser zu. Ja. Sie kontrollieren das Tempo besser im Augenblick. Jetzt switchen sie in der Pick-and-Roll-Defense. Andelova nutzt das gut, aber das Wurfglück ist gerade nicht auf Seiten der Gastgeberin. Und man kann jetzt... Keltern spielt wirklich, wirklich eine gute Transition Offense. Geduldig, mit guten Entscheidungen. Ja, und man kann eigentlich sagen, die letzten drei Angriffsversuche von Chemnitz endeten mit Punkten von Keltern. Aber jetzt mal Offensivrebound von Hood. Und sortiert sich das Spiel erstmal, attackiert jetzt. Aber die verteidigen wirklich gut, jetzt muss... Die brauchen einfach zu lange für alles im Augenblick und wieder Überzahl.
Wieder. Owens will über den Block gehen. Smith schiebt. Schiebt ihren Gegenspieler hoch. Da haben zwei Spieler unterschiedliche Ideen von der Pick-and-Roll-Verteidigung. Und es knallt. So, Annabelle Neuber-Valdez kommt. Im Augenblick war sie der Marathonläufer der Chemcats. 2:30 Minuten Spiele und jetzt kommt der nächste Einsatz. Aber ich glaube, über die Spiele vorher wird sie jetzt nicht so nachdenken. Ah, das dauert zu lange. Das Chemnitzer-Team wirklich bemüht, findet aber gerade keine Lösung und keinen Rhythmus. Und gegen so eine Mannschaft ist es dann einfach schwer, weil die nutzen die Fehler ganz, ganz konsequent aus. Schon in den letzten Jahren waren die Heimspiele gegen Keltern immer schwer für Chemnitz. So. Markovic artistisch. Oh, Pirtinen schläft da unten an der Grundlinie. Und erneut Punkte. Das sind jetzt schon 22 Punkte Vorsprung. Ich glaube, wir haben das Problem, dass Keltern scored. Und das größere Problem ist, wie einfach Keltern scored. Prischakova, den muss sie mal machen von zwei Füßen. Schwein gehabt jetzt. Ballverlust bei den Gästen. Auszeit für Chemnitz nochmal. Amanda Davidson versucht den Lauf der Gäste zu unterbrechen. Aber Chemnitz muss jetzt Lösung finden. Offensiv. Und ich glaube, wenn man offensiv ein bisschen mehr Rhythmus hat, kann man Keltern viel wegnehmen. Aber im Augenblick ist man halt vorne keinen Rhythmus. Keltern bekommt einfache Punkte. Die wenigen Würfe, die Chemnitz ja aktuell kriegt, die müssen dann wenigstens drin sein. Ja, dass man ein bisschen verhindert, dass der Gegner einfach ins Laufen kommt. Im Normalfall sagt man immer, die Defense treibt die Offense an. Aber ich glaube, hier muss jetzt die Offense der Defense eine Chance geben. Ja, einfach, dass man das Spieltempo kontrolliert und das macht Keltern im Augenblick deutlich das besser. Das macht viel, viel besser. Chemnitz jetzt im zweiten Viertel mit 4 Punkten. Und das Viertel ist schon zur Hälfte rum. Und die Gäste mit 16. Weil man am Ende auch sagen muss, dass Keltern jetzt nicht der Gradmesser ist für diese Chemnitzer Mannschaft, für diese junge Chemnitzer Mannschaft. Aber trotzdem will man natürlich gut spielen und sich gut präsentieren. Wird ihnen im Pick and Roll. So, Neuber-Valdez probiert jetzt ein bisschen Druck in der Verteidigung aufzubauen. Jetzt Andelova. Ja, sie kriegen wenig Zugriff. So, mal eine Hilfe gespielt. Oh, Neuber-Valdez organisiert jetzt das Game zum Spiel. Foul gegen Markovic. Kann man pfeifen. Sieht sie naturgemäß anders. Aber Hood hat da wirklich gut um die Position gebissen. Und sie bekommen Wechsel bei den Gästen. Markovic bekommt nach ihrem zweiten Foul, über das sie auch ihren Unmut äußert, erstmal eine Pause. Bei den Chemcats kommt Grönberg zurück. Pirtinen geht auf die Bank und Andelova mit dem Einwurf. Grönberg gleich mit der ersten Aktion. Und wieder kein Glück mit dem Abschluss. Ja, aber das war ein guter Wurf. Ja, aber ohne zählbaren Wert am Ende. Ja. Rakovic hilft da, muss zwingend die Hilfe. Und offensiv Rebound mit Foul noch. Foul Andelava. Die sind zu zweit beim Rebound. Den Ball muss man irgendwie sichern. Das Kimbialu ist da unten eine Naturgewalt ist. Okay, aber das sind die zweite Rebound, muss man haben. Oh, schlechtes Closeout von Bradshaw. Andelova. Spiel sie. Annabelle Neuber, weil das jetzt in der Attacke. Da muss ich die Jüngste mal ein Herz fassen und geht hart zum Ring.
Wurf zählt nicht. Schrittfehler vorher von Pierre-Louis. Dann der Kelterner Trainer da nicht zufrieden mit der Entscheidung, die da seine Centerspielerin trifft. Ja, die Gäste machen jetzt einfach mal ein oder zwei Fehler. Jetzt muss das ausgenutzt werden. Die Punktanzeige ist wie angenagelt auf Chemnitzer Seite. Immer noch sind es 15 Zähler und es wollen einfach nicht mehr werden. Gut ist, dass man jetzt den Weg zum Ring sucht und versucht zu attackieren. Gute Transition Defense. Schönes Turnover. Und da stoppt Rakovic. Meyerhut holt sich einen Foul ab. Ihr erstes. Wechsel bei den Gästen. Tudanga kommt zurück. Dreier von Andelova sitzt. Sehr gut. Oh, das. Vielleicht ist das mal ein bisschen da. Ist vielleicht eine Eröffnung, aber Gäste stoppen das sofort. Der mögliche Lauf wird sofort gestoppt. Also gehen wir jetzt mit dem 13-0 Lauf in die Auszeit. Das ist eigentlich dein Job. Du musst eigentlich was tanzen, zuständig, nicht mehr. Wenn wir tanzen, sieht ja affig aus. Ja, Thomas kann froh sein, dass die Kamera nicht so weit rumreicht. Ich befürchte, diese Kopfhörer zerstören mein Resthaar. Also wer das mal sehen will, Thomas tanzt in den Timeouts, der muss einfach mal in die Schlossteilschale kommen, so ein Heimspiel. Irgendwas Gutes findet man immer hier in der Halle. Zu buchen für Feiern bin ich allerdings nicht. Auszeit geht zu Ende, jetzt widmen wir uns wieder dem Wesentlichen hier in Chemnitz, nämlich dem Spiel gegen Keltern. Chemnitz macht ohne Wechsel weiter, warum auch? Ne? Gab jetzt ja keinen Grund. Jetzt lief es ja nicht so schlecht. Jetzt gucken wir mal, ob man jetzt vielleicht einen kleinen Lauf starten kann oder den Rest des Viertels zumindest ausgeglichen gestaltet. Weil sie stellen auf Zone um, dass so die... Naja, glücklich landet der Ball dabei, Pitschkute. Und die macht ihn dann. War Doppelpassen mit einer Chemnitzer Spielerin. Fletcher stellt den Block. Andelova attackiert. Neuber Valdez. Ich denke, sie wird attackieren. Ich meine, wenigstens setzt sie Aktion, auch wenn sie im Augenblick sehr, sehr glücklos ist. Findet auf jeden Fall, außer jetzt gerade eben, aber findet den Weg zum Korb. Oh, schlechter Pass und Wood passt auf und Andelova passt auf. Jetzt sind sie wach. Es wird. Verteidigung wird besser und das ist wichtig. Aber die Offense muss auch langsam in Gang kommen. Aber das ist auch schlecht verteidigt und das ist ein dämliches Foul. Entschuldigung, dass ich das so sage. Warum muss sie da mitspringen? Die Frau Frischakova jetzt also mit ihrem ersten Foul. Die Frau ist fast 2 Meter groß. Ich glaube, das reicht, wenn sie steht, um den Wurf schwer zu machen. Ja, das bringt vor allem die Gäste an die Linie und es gibt wieder einfache Punkte. Wobei Putlakova wahrscheinlich den sicher gemacht hätte, wenn das Foul nicht da gewesen wäre. Ja. Und so macht sie aber die Punkte. Trotzdem, damit haben jetzt die Gäste 41 Zähler und die Chemnitz leider nur 18. 2 Minuten noch in der ersten Halbzeit. Bei Chemnitz macht sich Smith bereit. Andelova, den macht sie. Und das End-One, das ist auch mal wichtig.
dass es endlich da mal klingelt oben. Offensiv scheint die Kombination mit Neuber Valdez und Andelova ganz gut zu passen. Kaum spricht man es an, Pause. Für die junge Deutsche, Smith kommt zurück, rutscht auf Position 4. Maja Huth wird jetzt auf der 3 spielen. Andelova wirft vorbei. Sah fast aus wie einstudiert. So schnell wie Smith da war. Jetzt Emma Stach wieder im Spiel. Ah, das ist. Und dann macht sie doch das Foul. Und was für ein Foul. An der Seitenauslinie. Das ist ihr drittes Foul. Stimmt, 10 Meter weg vom Korb. Da kann man, glaube ich, ein bisschen cleverer verteidigen. Aber das war dann Foul Nummer 5. Also nicht für sie, sondern es gibt Würfe, das Team. Es gibt Würfe. Genau. Wie gesagt, solche Fouls so weit weg vom Korb, ohne Bedrängnis. Ich glaube, da kann man ein bisschen cleverer agieren. Stach verwirft den ersten. Zweites dann drin. Andelova wieder mutig, findet Bradshaw, die zu Grönberg, die Finnin kann werfen. Und der Ball springt wieder raus, das gibt's doch gar nicht. Ja, aber das ist doch, es gibt so Tage, da fällt halt nichts in den Korb. Eine gute Kombination auf jeden Fall von den Chemnitzerinnen. Boah, Glück, dass es keinen Vollpfiff gibt. Aber jetzt können wir nochmal aufs Tempo drücken. Grönberg findet Smith. Smith gegen Rakovic. Tanzt sie aus, aber wieder wenig Kontrolle beim. So, und jetzt hat man den Fastbreak der gestern mal gestoppt. Huth greift da dazwischen. Lenkt den Ball ins Aus. Einwurf für die Gäste. Letzte Minute. Ja, noch 58 Sekunden. Stach geht den langen Weg. Pick and Roll mit Rakovic. Smith geht kurz dazwischen, aber trotzdem kommt der Ball an. Ah, der landet wieder glücklich bei den Gästen. Den hat sie wieder. 3, 2 und drin. Da hat man eigentlich gut verteidigt, sammelt den Ball nicht ein. Schade. Andelova zeigt den nächsten Spielzug an. Smith guckt fürs High-Low. Ball wird weitergepasst. Jetzt ein Block an der Grundlinie, um Bradshaw in Position zu bringen, aber die wird nicht frei. Andelova findet Smith. Ja, aber das war mal geduldig gespielt und man hat einen guten Abschluss gefunden. Mit dem Foul also 2 Freiwürfe für Smith. Das Foul geht gegen Rakovic, das ist auch ihr zweites. Und wieder Wechsel bei den Gästen. Rakovic wird gehen und Markovic wird kommen. Und bei den Gästen, beim Heimteam kommt Pirtinen, ich denke für Smith. Die Nummer noch mal ein bisschen kleiner machen und vor allem, wenn dann der Smith ihr viertes Foul bekommt vor der Pause. Weil das würde das harte Spiel noch schwerer machen. Nein, sie nimmt Prischakova vom Feld. Und auch bei den Gästen bleibt Rakovic. Der bringt mit Markovic noch einen Werfer. Ich hätte jetzt gedacht, die reagieren ein bisschen auf die Foulbelastung. So, die Presse haben sie überspielt. Und machen tatsächlich eine Sekunde vor Schluss noch Punkte rein. Damit mit einem Vorsprung von 24 Punkten. Also etwas mehr als das Doppelte der Chemnitzer Punkte. 46 zu 22 der Halbzeitstand in Chemnitz. Nicht zufriedenstellend für Chemnitz. Auch wenn Keltern deutlich als Favorit angereist ist, will man sich ja hier nicht so unter die Räder kommen. Jetzt geht es einfach darum, in der zweiten Halbzeit nochmal eine Reaktion zu zeigen und zu sagen, hey, hier geht mehr, ihr seid besser, aber hier, wir können ein bisschen dagegenhalten. Aufgeben wäre auf jeden Fall das falsche Signal. Wir werden zu sagen, ja, egal. Ich denke schon, dass sie nochmal eine Reaktion zeigen, weil man sieht ja, dass die Mädels wollen. Sie sind halt nur sehr glücklos. Ja, also was mir Neuber Valdez kam, da war plötzlich Schwung im Angriff. Die Abschlüsse waren zwar nicht besser, aber sie hat viel versucht. Sie hat einfach mal die Lücken attackiert, die da sind.
Ja, aber jetzt geht es darum, eine Mischung aus der Aggressivität offensiv zu finden und ein paar gute Entscheidungen. Und dann bin ich ganz positiv für die zweite Hälfte, dass wir da noch von unseren Campcats einiges Positives sehen. Wir hören und sehen uns in knapp 14 Minuten wieder. So sieht's aus. Bis dahin.
Und da sind wir wieder. Die Viertelpause ist zu Ende. Gleich. Schiedsrichter stehen schon bereit. So, die Gäste starten mit Markovic, Putlakova, Jasmine Thomas, Tudanga und Kimber Lewis. Amanda Davison schickt aufs Feld. Brischakova, Owens, Maya Hood, Andrea Andelova und Camilla Grünberg. Auch der Ralf ist da wieder nach dem Sprint mit dem Scouting. Na? Sprint. Ich habe es genau gesehen, wie junger Gott. Ich kann mich gar nicht anders bewegen. Ja, ich glaube auch. Er ist hier mit den Zahlen. Die Turnover sind auf beiden Seiten etwas weniger geworden im zweiten Viertel. Leider ist dafür der Abstand zwischen beiden Teams etwas größer geworden. Mal schauen, ob Chemnitz jetzt Antworten findet auf die gute Verteidigung der Gäste. Dreier Andelova von Andelova, der ist drin. Das schlechte Switch mit dem freien Dreier, sehr schön. So könnte es weitergehen. Ah, Chemnitz in der Ballraumverteidigung, aber die finden... Da war Thomas weit offen. Nimmt sie, zwei Punkte. Ja, wenn du ein bisschen Rhythmus hast, dann funktioniert offensiv vieles. So. Owens nutzt den Block. Hohes Zuspiel. Brischakova im Nachsetzen. Aber wenigstens zwei Angriffe, zweimal gepunktet. Ja. Aber es wäre schon schön, wenn sie den beim ersten Mal einfach reinwirft. Weil man bekommt ja nicht immer die zweite Wurfchance. Chemnitz bleibt in der Zone. Kimbia Lewis aus der Mitteldistanz. Hält dann ganz entspannt gegen die Ballraumverteidigung. Ich bin für Andelova jetzt. Da steht kurz das Play. Andelova attackiert gut. Legt ihn hoch ans Brett. Brischakova holt den Rebound. Und die Freiwürfe noch dazu. Ja. Zweites Foul von Pierre Lewis. Brischakova. Erstes drin. Und der zweite geht raus. Chemnitz bleibt in der Ballraumverteidigung. Vielleicht auch eine gute Möglichkeit, um die ein bisschen dran zu arbeiten und die zu testen. Aber im Augen. Da stand sie im Aus, hat den Ball im Aus angenommen und Ballbesitz für die Chemnitz. Und wenn sie jetzt es wieder schaffen, dann mit Punkten abzuschließen, dann haben sie sich den ersten Vorteil in der zweiten Halbzeit erarbeitet. Bisher konnte Keltern ja immer. Ich würde jetzt beinahe sagen, kontern. Intensives Duell da innen zwischen Brischakova und Kimber Lewis. Ah, Brischakova schafft es dann nicht wirklich, Position zu bekommen. Andelova macht selber, geht vor und trifft. Das ist gut. 50 zu 30. Deutlich besserer Start als das zweite Viertel. Aber wieder einfache und Würfe. Da verwirft Markovic. Keltern. Sehr gut. Was macht Owens? Keine Punkte. Wer hat den Ball? Hood mit den Punkten. Jetzt hat Chemnitz einen Lauf. Wirklich ein klasse Start in die zweite Halbzeit. Das ist eine gute Antwort auf die langen Gesichter im Publikum und auf der Trainerbank. Und wahrscheinlich auch bei den Spielerinnen. Vielleicht hat man jetzt doch so das Gefühl, es geht. Es geht ja auch, wie wir sehen. Soweit konsequent dranbleiben. Vier Punkte aus zweiten Wurfchancen.
Ein Dreier. Das muss man nur defensiv ein bisschen zupacken, weil auch der letzte Wurf von Markovic war ganz weit offen. Ja. Und wenn die Frau ein was kann, dann ist es werfen. So. Nun, dafür trägt sie halt auch ein Trikot in der ersten Bundesliga. Ja. Und weiter geht's. Die Gäste unverändert. Chemnitz unverändert. Das Programm der Chemnitz in den nächsten Wochen wird auch nicht einfach. Nächste Woche geht's nach Nördling. Dann geht's nach Hannover. Dann ist Länderspielpause und dann fängt man Bad Aibling zu Hause. Sie sind wieder in Mann-Mann-Verteidigung. Wahrscheinlich für eine Sequenz. Aber Kimber Lewis löst das gut. Im 1 gegen 1. Jetzt ist Keltern mal in Zone. Sicherlich um Brichakova ein bisschen in den Griff zu bekommen. Aber gut den Ball bewegt. Hood macht die Punkte für die Chemkids. Also es geht weiter mit Punkten. Das, was wir vermisst haben in der ersten Halbzeit. Dreier. Danke. Der geht daneben und der Rebound ist bei Hood. Owens verliert den Ball. Da. Ja, das ist Lobby. Owens spielt viel Ball. Hood in der Situation. Nochmal ein Dreier und der ist drin. Weiter Dreier von Andelova. 37 zu 52. Chemnitz führt zumindest in der zweiten Halbzeit. Das soll es als weitergehen jetzt. Irgendwann schmilzt dann der Vorsprung etwas weg und vielleicht wird auch ja, aber die sollte man dann nicht stehen lassen. Kälter, nervös. Das sagt aber Tudanga, nö. Immer mit der Ruhe. Ich mache ja immer 3 Punkte. Ich glaube, die große Gefahr für Keltern ist, bei der klaren Führung nicht in den Verwaltungsmodus zu schalten. Also ein Spiel kann schnell eng werden. Hood mit dem weiten Zweier. Ja, und die Zentimeter, die sie drin stand im Kreis, die hat sie auch zu weit geworfen. Boah, das ist ein Wurf, den sie kann, also war die Offense okay. Oh, und der Pass kommt an. Das ist der Schrittfehler. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das korrekt war. Aber der Schiedsrichter wird schon eine gute Position haben. Markovic geht und. Auf jeden Fall heißt das Ballverlust für die Gäste und Ballbesitz jetzt bei den Chemnitzern, die Chance haben, weiterhin zu punkten und den Abstand zu verkleinern. Letscher. Brichakova mit dem Ball, verpasst den ersten Pass, jetzt sucht Owens, ja. Gegen Jasmine Thomas, Entschuldigung. Und Dreier wieder offen für Andelova, der ist drin, mitten im Buzzer, 40 zu 55 und schon 24 Punkten Rückstand, haben wir jetzt nur noch 15. Andelova in der Zwischenzeit auch schon mit, glaube ich, 16 Punkten, allein drei erfolgreiche Dreier in dem Viertel. So sieht's aus. Und da, schon wieder ein Stil. Meier Hood passt auf. Grünberg geht auf 3. Schade, aber Hood hat den Rebound. Andelova ist heiß. Nochmal ein Dreier. Das ist die Möglichkeit. 43 zu 55. Was geht denn hier? Andelova fast alle im Alleingang im Augenblick. Dreier auf der Gegenseite, der ist nicht drin und der Rebound ist bei Brichakova. Also die Chemnitz weiterhin im Druck, am Drücker.
Das Comeback der Saison soll weitergehen. Was macht Grönberg? Gibt raus zu uns. Schade. Ja, wenn man sich nur aufs Werfen verlässt, wird es schwer, ein bisschen die Mischung finden. Denn wenn Andelova trifft, müsste ja mehr Platz für den Rest werden. Ryzhakova mit dem Block. Ryzhakova jetzt mal ein bisschen Tempo nach vorne, nicht so lange mit dem Block freuen. Emma Stach macht sich bei den Gästen bereit und Smith kommt auf Chemnitz zur Seite. Ryzhakova, den muss sie jetzt alleine machen. Macht's auch. 10 Punkte Rückstand. 15 Punkte aufgeholt. 14. 14, ja. 12 hat Andelova gemacht. Dreier. Gute Antwort von Keltern. Bis jetzt bleiben sie ruhig. Auch wenn es gerade nicht so läuft. Sie bleiben ruhig, sie bleiben kontrolliert. Aber Chemnitz hat jetzt so ein bisschen das Momentum. Aber sie müssen jetzt dranbleiben und gucken, dass der Vorsprung nicht wieder wächst für Keltern. Andelova versucht es nochmal. Jetzt. Ja, alles kann nicht fallen. Aber der Wurf war okay, glaube ich. Und jetzt geht's schnell. Ryzhakova kommt kaum noch übers Feld. Tudanga. 3 Punkte mit Foul. Andelova ist bereit. Sie investiert viel, sie arbeitet hart. Und dann passieren halt auch einfach mal Fehler. Aber das Problem ist, jetzt sind es wieder 16 Punkte. Es gibt noch einen Freiwurf, wenn sie die Führung wieder auf 17 hochschrauben müssen. Ist das Loch wieder sehr groß. Hatte die Chance, auf bis 10 Punkte ranzukommen. Aber 2 Dreier und einer davon mit Foul. Also das 4-Punkt-Spiel von Keltern. Sehr, sehr gute Antwort. Springt aber wieder raus und... Und jetzt holt sich Kiempea-Lewis den Offensiv-Rebound gegen Smith. Ist aber Sprungball. Also bleibt aber bei Keltern. Bleibt bei Keltern, ja. Der Ball. Ja. Rakovic. Kiempea-Lewis, den kann sie. Und jetzt fehlt natürlich die Zentimeter von Ryzhakova unterm Ring, die da viel verändern für die Offense der Gäste. Guter Pass von Andelova. Und die muss jetzt mal attackieren. Schlechter Pass. Und das ist wieder das Ding, Kopf. Grönberg arbeitet da gut zurück, aber wieder ein Ballverlust. Zu einfachen Punkten und jetzt kann Chemnitz gut. Wieder ein schlechter Pass. Ja, Amanda Davidson sehr, sehr unzufrieden, gerade mit den vielen kleinen Fehlern ihrer Mannschaft. Weil mangelnde Energie kann man denen nicht vorwerfen im Augenblick. Sie versuchen viel, sie kämpfen. Aber jetzt sind es wieder 20. Keltern halt unwahrscheinlich effektiv. Nutzt die Chemnitzer Fehler. Bei Keltern macht sich jetzt Markovic bereit. Ah, die Pässe sind wieder schlecht vorne. So, Hood im Post-Up. Gut verteidigt. Owens findet Hood. Hood aus der Mitteldistanz. Gut. Sie sind wieder in Zone. In Ballraumverteidigung. Drei Punkte. Aber Keltern mit so vielen Waffen. Und vor allem Keltern. Smith mit einem Fadeaway von einem Fuß. Das sind nicht. Transition Defense. Nur andere. Wird es dann für sie auch eng? Ja. Annabelle kommt. Und Pirtinen kommt für. Oder? Nee, erstmal ein Timeout. Puh, da war jetzt aber viel. Aus der Schale. 49. Ja. 21 Punkte. Ordentlicher Vorsprung. Ja, da klappt es zwei, dreimal.
Meldung, dass wir ein paar Probleme im Stream haben. Wir bei uns das Internetsignal ist stark genug. Wir sind schon fleißig. Gleich. Bei den Camp jetzt rauskommen, das ist Mist, das ist Owens, das ist. Aber Davidson jetzt auch die Möglichkeit werfen. Rosti hat und jetzt auf und es ist gut, dass die es ist und ich glaube profitieren. Oh, Presse. Den Ball aus den Händen des Kämpfers. Gute Und wieder so ein schlechter Pass. 20 Sekunden vorbei. Es ist wieder eine Spielerin. Gibt den Ball weg. Und ja. Okay, die Spielerinnen aus Keltern haben. Foul. Was er anzeigt, 22 gegen Meyer Hutt ist auch. Dort jetzt noch 7 Sekunden aufmerksam verteidigen. Nichts mehr. Passt da das Switch? Ja, ein sehr Zwischenstand. 47. Gleich sind wir wieder da.
Nichts mit 21. Jetzt in dem. Mal ganz kurz einen Blick auf die anderen Spiele. Beginn des vierten Viertels festhalten. 42-3. Kommt gerade in Herne gewaltig unter die Räder, da steht es zu 63-31. Nächste Gegner für Chemnitz. Jetzt ist dann dort was drin. Gerade ein bisschen in der Krise Nördlingen mit zwei klaren Niederlagen jetzt. Weiß nicht, was die. ...40-70. Jetzt Nördling weiter in der Zone. Ballverlust. Missverständnis. Block. Bei sieben Sekunden. Wieder zu einfach und macht ihn. Das war bereits ihr 12. Punkt. Bleibt in der Zone bei uns. Boah, das ist. Der Pass war. Reinwerfen. Läuft's nicht. Schon lange in der. 3 Sekunden pfeifen können. Smith. Seite. Zu Owens, Hood. Hood findet Britt. Die diesmal gut Position hat. Korb zählt nicht. Nein, das. Naja, Hood. Zurück. Das Foul geht. Ihr zweites. Hand auf den. Ja. Wieder so ein schlechter.
Einsatz fertig. Teile nutzen. Von der ohne Wechsel. In Hannover entwickelt sich in der Zwischenzeit ein echtes Highscore. Ding wieder dran. Dreier. Das ist viel Zeit. Finde ich sie auch mal stabil. Markovic, Kudlokova, Smith. Ob das so geplant war? Und Kelton läuft und läuft. Das sicherlich nochmal. Erstmal das Foul. Danach wird Andelova nochmal zurückkommen. Auf dem Feld. Minuten mindestens. Feld. Das Spiel noch mal unterbrochen. Dieses Spiel noch lang.
Und weiter geht's. Und auch die Gäste. Zwei einfache Punkte. Aufpassen, dass Kelter nicht noch die 100 knackt. Weil die haben gerade schön Rhythmus. Gute, passt weiter. Post, da will man sie eigentlich nicht haben aus Verteidigung. Rebound von Pirtin. Aber Pirtin bricht ab. Belohnt sich mal. Schüler. Falk. Beide Freiwürfe sind da drin. Wir haben jetzt 87 Punkte. Zuspiel. Vorher oder beim Einwurf. Das macht Lift doch mal. Eine gute Verteidigung hier auch von Neuber Valdez. Oh, ja. Valdez. Nein, gegen Smith ist auch ihr vierter. Die drei nicht. Smith liegen. Ein Mitteldistanzwurf. Smith mit dem nächsten Fehlpass. Sind diese dem Team schwer machen, eine Form von Rhythmus zu finden. Stoff jetzt. Smith. Drin. Ist ein Ergebnis, Quizmedic noch.
Und zwar in die Buschbeck. Kommt. Sie kommt für Vera Pirtinen. Beiden Jungen. Thomas. Kimber Lewis. Ja. Und für den Mitspieler zu kreieren. Und Neymar Valdez mit einem schönen Angriff. Mit Foul. Und auf 28. Und wieder Kimpia Lewis mit dem Offensiv. Kann man jetzt froh sein, dass die Gäste. Guter Einsatz von Smith, die da den eigenen abgeblockt. Pichakova. Den kann man auch machen, denke ich. Wieder von einem Bein im Halb nach hinten fallen. Jetzt nochmal. Drin. Nochmal ein Blockwechsel. Berg hat eine lange Pause gehabt. Andele war auch nochmal. Zieht nach noch links. Mal gut als Teamgerieber unter dem Tempo. Auch noch. Wirft da rückwärts. Richtigen Blick zum Korb. Ja, war ein guter Cut, war ein guter Pass. Und einfach, was in der Situation zu tun ist. Das fünfte von Andrea Andelova. Sicherlich heute die beste auf. Nicht nur wegen ihrer 21. Hat versucht, das Spiel ihrer Mannschaft zu organisieren.
Noch 5 Sekunden, dann ist auch dieses Spiel zu Ende. Runter. Ganz starken Defense-Leistung von Keltern schafft es zu erzielen. Und ja. Ich denke, der deutsche Meister hat sich hier sehr, sehr souverän. Wahrscheinlich doch in ein bisschen an der anderen Liga hier. Auf die Aufgabe in Nördlingen vorzubereiten und dort vielleicht nächste Woche dann den nächsten Saison. Nördlingen für Chemnitz. Ich glaube, nächste Woche geht es nach Nördlingen, ja. Und. 11. erst nach der Länderspielpause, da trifft. Okay. Darauf freuen wir uns, da hören wir uns auf jeden Fall wieder. Leisten. Und ob es ihnen gelingt, im Angriff einfach ein bisschen bessere Kombination zu spielen und vor allen Dingen abzuschließen, dann nur Pech kann es auch nicht gewesen. Bis dahin verabschieden wir uns. Machen Sie es gut. Einen schönen Restsonntag. Bis bald, genau. Tschüss.